Einzelspiel online. So. Ich darf das nicht. Oh nein. Er ist verletzt. Oh, Holly, ausgerechnet Holly. Schauen wir doch gerade mal, was er für eine Verletzung hat. Sehen wir, 3 Runden. Kopf. Am Kopf. Karl ja, Hall. Sieht man auch, dass. Ach nee, das ist sein Gesicht, okay. Hör Verletzung. 3 Spiele. Quasi. Kommst du mit an den Schirm? Ja, hat nicht. Nee, wir hatten kein Verletzungsheilungs-Item, okay. Ja, müssen wir leider rausnehmen, unseren Top-Spieler, und wechseln. Nehmen wir Christmann oder Joselu? Tja. Gucken wir mal, was beide, was Chemie oder so mehr bringt. Von Werten her sind die fast gleich. Oh, gar nichts. Und der da? Auch nichts. Dann lassen wir gerade den lustigen Ami drin. Verletzte Spieler kann man natürlich nicht auf der Bank haben. Das heißt, man muss jetzt in die Reserve stecken. Nehmen wir halt hier den Freiburger wieder rein. Und dann würde ich sagen, wir suchen das nächste Spiel. Bräuchten mal einen ZOM, der aus dem. Wir haben das. Ach, nicht hier, nicht verwenden, sondern wir haben doch rechts. Ach, so einen neuen. So, stimmt, genau. Trainer. Weil das bringt beides nichts. Ja, unser aktueller hat sogar gerade unsere Formation. Ja. Das gibt's nämlich auch. Jeder spielt seine Lieblingsformation. Das kann man uns hier zum Beispiel zeigen. Der hat jetzt 3-4-2-1. Passt jetzt nicht so gut rein. Weiß nicht, ob wir irgendwo zufällig finden. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Wir starten ins nächste Spiel. Und suchen uns diesmal einen Gegner mit viel mehr Sternen, der uns abzieht. Kalt macht. Ja, ja. Okay. Muss hier noch auf Dreieck drücken. Ja, und du bist dabei. Du bist dabei. Fehlt das gar nicht. Einer fehlt noch. Bei Gäste unter unserem Wappen. Siehst du. Ah. Ja, gut, es will keiner gegen uns spielen. Wir haben uns jetzt einen Namen gemacht. Oh, anscheinend passiert gerade was. Die Sichelbacher. Ey, das könnte ein Deutscher sein. Ja, dann spielen wir doch mal gegen die Sichelbacher. Schwarz oder blau? Schwarz. Unser Glückstrikot. Das letzte war bei uns pink oder so. War sehr putzig. Ja. So richtig neonmäßig auch. Das denken jetzt schon wieder die Leute, wenn man sagt, Gott. Oh, der hat einen Silbern. Den irgendwie total. Der hat sein Team wieder komplett dumm verteilt. Entweder ist das einfach ein totaler. Zentrale Innenverteidiger. Ja, der ist ein totaler Profi, der es nicht braucht. 36 Chemie. Ja, ich wundere mich. Das ist nice. Für uns. Ja. Bin ich mal gespannt. Es macht übelst Spaß irgendwie. Ja, also, ich bin gerade dezent begeistert. Aber allgemein auch. Ich meine, wir hatten jetzt wirklich 4 Monate LP-Pause. Und irgendwie ist das schon. Ich finde es halt schade, wenn man. Oh Gott, wow, geiles. Das ist ja hier High Generation Regen. Das ist ja, wow, HD. Das ist ja. Ja, definitiv nicht High Generation. Nein, ich meine, das hier mit. Wegen der Konsole heißt doch hier die neueste Konsolengeneration. Das zeigt mir wieder alles, was es kann. Ah, es ist echt schade, dass man halt nicht mal so Let's Plays machen kann, die man halt irgendwie aber zwei Videos aufnimmt und ja, aber, genau. Eventuell. Wir haben da ja so mal ein paar Projekte, sehr schön, Ecke für uns. Wir haben uns da so mal ein paar, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber eventuell wird es dann halt so sein, dass wir in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen mehr über Computer spielen. Zieh, ab. Perfekt, geil. Wie kam der Ball dahin? Ja, ich weiß es nicht, mir egal. Das ist FIFA-Ballphysik. Schauen wir mal. Oh, Gegner hat mir zugeköpft, finde ich nett. Ja, perfekt. So früh, Führungstor, gut. Herr Sichelbacher, hallo, sei gegrüßt. Vielleicht ist das ein Abonnent von uns, denke ich gerade. Oh, Akro-Delfin, den kenne ich doch. Das ist nur wahrscheinlich, okay. Torwart. Gut, brav. Glück gehabt. Ich mag den Kerl. War das der Franzose? Ja. Nein. Eckball, obwohl ein gegnerischer Spieler. Toilettchen beigehört, also von denen aus gesehen. La. Ja, entweder am PC oder Teddy kriegt doch eine PS3 spendiert von euch oder ich weiß ja nicht. Vielleicht. Ja, eventuell. Wow, lauf los, renn. Da kommt nur leider nicht viel. Und schieß. Ja, oder wo warst du jetzt? Das ist die Frage. Ist auch die Überlegung mal, wenn ich irgendwann mal Ruhe habe, mal so zumindest zu probieren, allein ein Let's Play aufzunehmen sozusagen, weil ich habe jetzt ein gutes Mikro und ich hatte auch schon Ideen. Man kann es ja mal gucken, ich meine, ja, du, klar. Hauptsächlich werden wir immer so als Team auftreten, aber man könnte ja auch einfach mal so ab und zu, wenn die Zeit da ist und man sich halt nicht sieht, wie gerade den Ball, ja, Aufnahme machen für sich selbst. Ha, habe ich gesehen. Glück. Nein, das war's. Dass du das gesehen hast.
Lauf, Sprinte. Ja, der ist aber schon ein bisschen besser als unser Gegner von eben. Ja, aber die Befürchtung. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger also immer raus profitiert. Prügeln, dann passt das schon. Peter attackiert. Der ist jetzt leider nicht mehr viel mit Freilauf. So, du schießt direkt. Ja, da standen so viele Leute rum, ich hätte gar nicht mehr gewusst, wie ich den noch hätte durchlaufen sollen. Hätte so passen können. Wäre eh nie angekommen, der Pass. Nie. Das war jetzt kein Foul, okay, das wundert mich. Jetzt startet er durch. Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol, hol. Holla, holla, holla. Ja? Nein, du kannst ab und zu abspielen. Nein, ich bin ein Ego-Spieler. Du hast das ein Skill dazu. Ja, klar, hallo. Das war jetzt nicht nötig, jetzt zu schießen können. Oh, ah, ah. Ja, ja. Nein, jetzt noch nicht wieder. Du musst aber ein bisschen. Wenn du mit dem Rücken zum Tor stehst, ist Schießen ein bisschen doof. Weil dann siehst du das Tor nicht. Gut. Ja, doch, ich glaube schon. Was ist denn da? Ich hätte passen gedrückt. Ich glaube irgendwie nicht. Ah. Kannst du ja mal den decken, den ich gerade nicht decke. Den kannst du von mir verlangst, ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Was weiß ich denn, wer gedeckt ist und wer nicht? Da, wo keiner von unseren Spielern steht. Ich kenne das nur aus der Tierzucht decken und das will ich hier nicht tun. Ah, super Pass eigentlich. Das war cool. Geniale Idee, Teddy. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß nie so ganz, ob du mich verarscht oder ob du das ernst meinst. Och, ja. Gegentor, das ist schlecht. Einmal aufs Tor. Das war nicht mal ein guter Schuss oder so. Ich meine, guck dir das, okay, guck dir das nicht an. Frechheit. Das ist unfair. Wir sind besser gewesen. Ganz. Was ist das? Und du hast FIFA auch für das Glücksspiel. So Zweikämpfe, wo wirklich einfach nur beide rennen aufeinander los und einer kommt irgendwie durch. Der Ball prallt gerne mal bei einem Spiel immer zum Gegner ab. Ungefähr so. Hä? Ja, das war jetzt ein Foul oder was? Anscheinend, ziemlich brutales. Da, 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 da. Los, Torwart, hol dir den Ball, hol dir den Ball. Da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus. Super, eine Ecke. Es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Wie kann denn sowas passieren? Schöne Ecke und dann hast du was gedrückt? War das denn? Ich hab keine Ahnung, aber das ich muss Abseits gedrückt. Sein. Das Klasse muss Abseits sein. Tja, die Flanke ist kein Problem dahinten. Warum bin ich denn jetzt schon wieder am Ball? Ich dachte, du kommst jetzt an den Ball mal. Los, nach vorne. Und lauf los. Einfach weiterlaufen. Was für eine Grätsche! Bin ich auch, Arschloch. Sollte du eigentlich. Was in den Lauf werden, aber. Nee, das bringt ja nichts. Wenn ich stehe, kannst du ja nicht einen Pass in den Lauf spielen. Hallo? Es funktioniert hier gerade nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben. Doch, eigentlich genauso. Ein wunderbarer Pass. Ah, immerhin haben wir wieder Torchance gehabt. Langsam kommen wir wieder rein, ja. Dir einfach gerne die Zweikämpfe überlassen, weil ich das halt einfach gar nicht kann. Wir haben so ein kleines Problem. Da und der ist frei. Jawohl, super gemacht, super gemacht. Perfekt. Ich hatte es gesehen, aber ich hatte jetzt irgendwie Angst, dass ich ein Eigentor schieße. Lieber hingehen, als den Typen selbst das Tor schießen lassen. Ach, das war jetzt irgendwie komisch. Und über mich machst du dich lustig. Ja. Oh, der weiß sogar, wie man Einwürfe macht. Zu viel auf dem Sprintknopf. Dann, ja. Im Sprint hat man natürlich dann weniger Kontrolle über den Ball, weil man halt höhere Geschwindigkeit hat. Nee, besonders wenn es regnet. Was sich vorantreibt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Das erinnert ein bisschen. Ja, warum hat der jetzt gelegen? Das ist die Frage. So, hören wir doch einfach mal auf zu sprinten gerade. Bringt eh nichts. Jetzt sprint. Zieh ab. Was, Mann? Der hat irgendwie mehr Füße als wir. Ich hab zwei.
Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Und der Ball ist frei. Das hat gepasst. Das waren zwei verschiedene Spuren, aber irgendwie hat das wunderschön wahrgestimmt. Wir gehen ein bisschen links. Okay, jetzt ja, genau so. Und jetzt hast du den Fall schön rein, dann köpfe ich ihn. Ja, das war viel zu weit. Ich weiß. Ich würde gerade sagen, abseits oder was? Abseits in der eigenen Hälfte gibt's. Die schenken sich nichts, aber die haben beide Bam. Ungefähr gleich. Okay, es ist nicht so. 1-1 ist spannend. Ein sehr spannendes Match, muss ich sagen. Also, wie wir haben 8-mal geschossen, er hat 4-mal geschossen. Wir haben einen Ballbesitz. Passgenauigkeit ist ja krass bei uns. 84%. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, er hat mal 2 Kämpfe gewonnen. Das ist das, was ich vielleicht meine. Der Ball springt gerne mal einfach zu ihm, wenn 2 Leute voll gegeneinander knallen. Und kann schon ein kleiner Vorteil sein. Balleroberungen sind wichtig in dem Spiel. Der denkt bestimmt auch immer, dass die Bälle zu uns springen. Das ist aber hier belegt, dass das nicht so ist. Statistisch. Was hat der jetzt gemacht? Das war eine Schwalbe. Nur weil ich ein Schwarzer bin, vom Trikot her. Okay, ist fair. Hat das erkannt, dass das unfair war und nicht so schnell laufen. Bin nicht mal gesprintet. Jetzt schnell laufen. Mach doch schon. Was? Du musst dich ein bisschen freier laufen. Ich hab versucht, nicht ins Abseits zu rennen. Abseits ist egal, wenn du hinter mir bist. Ja, ich war nicht hinter dir, das war das Problem. Ich war zwischenzeitlich vor dir, deswegen bin ich wieder ein bisschen langsamer gerannt. Ich will mal den Ball irgendwie verarbeiten. Da. Hier ist. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Will halt keine Kinder mehr kriegen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Ja! Ja! Nein! Pass hier zurück. Achtung, das gibt was! Was war das jetzt? Schinken! Ja. So, hau dir mal voll rein, Mann. Einfach so rein ins Tor. Keine Ahnung, ich kann keine Freistöße schießen. So knapp, so knapp. Eigentlich nicht. Doch, doch. Ich war da mies. Okay, du bist alleine. Kannst du mal auch so ein bisschen abbremsen, ne? Das liegt mir direkt vor. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Alter. Irgendwann musst du aber abschwimmen, wenn so viel um dich herumstehen. Ja, ich hab's ja versucht. Niemanden gefunden. Wo ist der Ball hingegangen? Eigentlich habe ich nur zu dir gedrückt. Ich finde es auch irgendwie cool, wie du jetzt gerade hier ein Spiel übernimmst, den ich nehmen will. Okay. Ah. Ball. Kein Ball. Du, Ball. Und er holt sich da draußen den Ball. Da ja, unten war die Fächere. In solchen Fällen kannst du dann Ball in Lauf auch spielen, ne? Das ist nicht Nein! wahr. Nein! Das ist nicht wahr. Ich glaub's ja nicht. Kacke. Wir haben das Problem, dass wir zu sehr unsere Spieler rausziehen, weißt du? Irgendwie nach der Mitte sind die schon alle weg. Wir müssen immer so ein paar... So, jetzt, wir müssen eher verfolgen mit unseren Spielern, als erstmal alle von hinten rausziehen. Die sind ja dran, aber er setzt sich einfach durch. Klasse gemacht. Ist mir doch einfach den... Die Fans, die Nein, warum wusste er jetzt, dass ich den sinnlosesten Weg aller Zeiten laufe? Wer rechnet damit? Oh, und das war übrigens das, was ich meine, nicht einfach rausrennen. Ich bin nicht rausgerannt, ich hab da gestanden. Das Problem war, dass er den Ball durch Ball durch Beine ging. Ja. Das ist okay. Sind sie auf der Außenbahn Schweigen. Und verlieren sofort. Konzentration. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Ja, passt. Nein. Was werde ich hinpassen sollen? Hättest du dem unten, der komplett frei stand, ins Tor hätte schießen können. Den habe ich nicht gesehen. Risikopässe, ist klar. Das Einzige, was Spaß macht, Entschuldigung. Nein, doch, sehr gut. Lauf, lauf. Das
Laufen ist das mit dem Bewegen, wie eben. Gott, oh Gott, oh Gott. Brauchen wir noch ein Tor. Müssen gewinnen. Na gut, ich meine, wir wollen jetzt erstmal die 1500. Oh, schön. Nein, einfach weiterlaufen, dann kannst du doch flanken. Jetzt kannst du passen. Oder den gegen Kack machen. Kopf. So, und das ist nichts für Patienten mit Blutdruck auf der Tribüne. Da das war weg damit. Gut. Gefährdet bei dieser Abwehrleistung. Ich glaube, der ist auch dezent frustriert. Er führt. Er ist ja nur nix. Er führt. Und jetzt renn los. Und der kommt genau an. Nein, da unten war ich noch frei. Wir haben noch nicht die 90. Du weißt, wir schießen gerne Tore in der 90. Das ist egal, wir können die ruhig auch früher schießen. Mir vielleicht sogar ein bisschen lieber. Stell mal nicht so an. Es ist ein Spiel. Hallo? Spiel ist das Leben. Oh, 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 oh. Ja, der Typ ist so reingekrätscht. Ich konnte nichts anderes machen. Das ist ein Foul. Muss man abpfeifen. Geht nicht. Das sieht nicht gut aus, diese Verletzung. Zumindest nicht von ihr. Was für eine Verletzung? Wer humpelt denn schon wieder? Das ist aber, woran es liegt, warum wir verkacken. Unser bester Spieler ist nicht da. Das stimmt. Was? Nein. Du musst viel schneller handeln. Ah, das wird so toll, der Entwicklung ist gemein, die haben einen tollen, starken Groß. Ich bin schon groß. Du wirst das auch noch irgendwann. Er hat mich von hinten belästigt. Das war komisch ausgedrückt. Ja, klar. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Da passiert aber auch gerade gar nichts, ne? Oh mein Gott. Nein! Was war das denn? Der Laufweg wurde anders und deswegen ist der Ball anders gewollt. Waren in der ungefähr fünffachen Überzahl. Hol. Pass. Pass. Nein! Nein! Vielleicht hättest du noch einen Schritt gehen sollen. Ja, Mann. War schon voll überfordert damit, dass der Ball bei mir war. So, jetzt komm aber. Oben lang. Was machst du? Jetzt oben hast du den ganzen freien Weg oben. Chaos. Ja, wir sollten erstmal gleich ein bisschen Turniere spielen. Ich brauch gleich erstmal was zu essen. Ist doch schon längst morgen, was willst du jetzt noch essen? Warte mal. Viertel vor eins? Was zur Hölle? Gerade mal Viertel vor eins. Sollen wir gleich noch ein Päckchen aufmachen und dann erstmal Pause? Ja, weil ich muss auch noch ein Brot ansetzen. Ja. Wie lange machen wir denn heute? Wer muss das Brot backen? Guck mal, wie lange wir machen. Ja, verloren. Lief jetzt irgendwie nicht aber 500, gut. Immerhin. Hui, ist ja schon ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Das war jetzt ja irgendwie nicht so gut. Ja, aber ich meine, ja, wir sind schlecht. Das ist dann normal, dass man verliert. Ja, besonders mit so einer Mannschaft am Anfang. Also. Ja gut, der Gegner hat die gleiche Mannschaft. Soll ich nicht erwähnen? Okay. Ja, das ist unfair. Wir fühlen uns benachteiligt. So, Premium Bronze Jumbo. Ich bin gespannt. Oh Gott. Ach nee. Guck mal, ein Stadion. Nee. Da haben wir so ein paar Karten bekommen. Bin gespannt. Aber viel Deutsches, muss ich sagen. Zwei von Aue, einer aus Rostock. Ist ja lustig. So, haben wir Dexter Lang. Dexter Lang ist ein rechtes Mittelfeld. Und ein Fußballer. Er hat aber unsere Formation. Das finde ich cool. Ja. Also können wir Dexter Lang eigentlich schon voll ins Team packen. Und zwar für Thorsten Han-Kyun. Ja, ich glaube, den können wir mal rausschmeißen. Thorsten. Verkaufen wir auch einfach, weil der Thorsten nichts kann. Warum sage ich so oft Thorsten? Seid jetzt bei. Seit Thorsten in dem Abfallding war. Der Eimer. So, der sieht so scheiße aus, den können wir weg. Ja. 63. In seltener Objekte. Schach mir. Sag bloß, du. Geil. Ist ja vor allem der erste, den wir bisher gesehen haben von dieser Art.
Der ist nicht schlecht. Ah, Ian brauchen wir nicht. Wir sind eh nur besoffen. Ich verstehe nicht, wie Torhüter solche Haare haben können. Ich meine, da läuft ein Spieler auf einen zu. Wo ist er? Wo ist er? Das ist irgendwie komisch. Ja, und 49. Le Beau. Heißt übersetzt der Schöne. Ja. Naja, so heißen wir es. Das ist ja okay. Wir haben hier noch so einen 56. Guck mal, wir haben einen deutschen Rechtsverteidiger und ein deutsches rechtes Mittelfeld. Und eigentlich haben wir sogar noch einen deutschen Torwart. Das könnte sogar funktionieren irgendwie. Sollen wir den deutschen Torwart dann noch reinhauen? Ja. Ich meine, andere ist Franzose. Eben deswegen. Wir haben übrigens nichts gegen, doch. Du kannst ja den Italiener verkaufen, den Torwart. Also. Ne, der hat eh keine Haare. Bringt 19, das ist der teuerste bisher. Keine Haare, mehr Erfolg. Ja, und die... Na, vielleicht Blizzard. Allein der Name ist so cool. Von denen haben wir schon welche. Aber noch keinen zentral defensiven Mittelfeldspieler. Und wir haben sowas in unserem... Hätten wir eigentlich hier den Schweizer weghauen? Den ja, hauen wir den Schweizer da raus. Pizzinat. So, die beiden können hier weg. Und jetzt hauen wir erstmal die ganzen Verträge bei uns rein. Wobei eigentlich können wir. Dann verkauft die anderen beiden nochmal. Die beiden Spieler noch verkaufen. Der Murphy, May. Warum sage ich Murphy? Egal. Schnell verkaufen. Ach, deswegen war der Murphy. Das ist der Zettel. Ja. So, und 15 Münzen. Dann ja. Kannst du den Rest nämlich einfach bei uns reintun. Jo. Durch, oh, guck mal, wir haben hier alle Heilung. Das heißt, unser cooler Star könnte jetzt um einen Punkt geheilt werden. Oho. Abwehr alle Akte. Und ein neues Auswärtstrikot. Jo. Ja, wo wir das. Nö. Oder? Unser ist irgendwie noch. Ja, behalten wir mal unser. Behalten wir noch. Also können wir jetzt hier alles erstmal in den Verein packen. Jo. Okay. Ja, wirklich. Haben jetzt nur noch knapp 200 Münzen. So, dann würde ich gerade sagen, Team noch zusammenstellen und dann gibt's in die Aufnahmepause. Genau. Ein gutes Team, wir leisten deine Spiel auf dem Platz aus, Bindung verbessern. Ja, ich find's cool, dass die das jetzt, nachdem wir es schon alles ausführlich erklärt haben, so immer denken, hä, wir konnten das ja mal erklären. Also haben wir den East jetzt für den Heini da oben rein. Das bringt sogar eine Verbesserung. Dann hatten wir noch hier einen Defensiven. Das müsste auch absolut verbessert werden, ja. Weil der hat überall Engländer um sich rum. Das müsste jetzt auf, was weiß ich, 65 springen oder sowas. 59, sorry. Ja. So, und jetzt kommen noch die Deutschen ins Rechte. Das ist so schön formuliert. Jetzt kommen noch die Deutschen ins Rechte. Ja, ja. Warum auch immer der Deutsche sich gut mit den. Ne, das sind nur die Engländer. Ja. Oh ja, 64, Team Chemie. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Was haben wir denn da noch? Ziemlich viel Mist. Ja. Ja, gut. Achso, hier Horvalet wollten wir noch um ein Spiel. Ja, wieso? Wir haben jetzt erstmal unsere ganzen anderen Stürmer. Ja, lass die mal. Lass den mal schön ausheilen. Okay, dann haben wir soweit gespeichert und. Ja, genau. Machen wir eine Pause. Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich. Irgendwann. Nächstes beim Video. Bis dann. Ciao.